Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ein neuer Tag beginnt. Solange ich wach war, hat es durchgeschneit. Also ich bin echt gespannt, wie es das draußen aussieht. Ob ich mit einem verkackten Toyota Yaris weiterkomme oder überhaupt vom Parkplatz runterkomme. Oder ob ich ihn wieder zur Schneeschippe greifen muss. Naja, wir werden es jetzt sehen. Und zwar genau jetzt. Ja, also auf dem Auto sieht es gar nicht mal so schlimm aus. Ich glaube, es hat auch irgendwie schon ein bisschen getaut oder so. Auf jeden Fall ist der Schnee jetzt deutlich härter. Ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt hier rauskomme. Auf jeden Fall schneit es schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber die Straßen sind auf jeden Fall gut frei. Da sind die Isländer auf jeden Fall gut hinterher. Da, boah, ein Kettenfahrzeug. Krass. Ja, so ist man hier unterwegs. Und ich damit. Ja, auf jeden Fall, die Isländer sind gut unterwegs, was das Straßenfreimachen angeht. Ich habe auch schon einige Pickups gesehen, also wahrscheinlich Privatpersonen, die hier dafür sorgen, dass die Straßen frei bleiben. Naja, ich bin gespannt, was mich auf dem Weg so erwartet. Und das, liebe Leute, ist ein Auto, mit dem man andere rettet. Heftig. Ja, aber scheint wohl nötig zu sein. Gestern habe ich schon ein Auto neben der Straße liegen gesehen. Naja, wird auf jeden Fall spaßig. Weit und breit nur weiß. Alles weiß. Manche würden sagen langweilig, aber ich finde es gerade Bombe. Da muss wohl jemand ausrücken. Tankstelle mitten im Nirgendwo. Cool, diese Schneewehen aussehen. Und das ist noch, naja, nur halb so wild. Verdammt, jetzt ist die Straße gesperrt. Eigentlich, also ist nicht der Weg, den ich lang muss, aber da würde ich gerne rüber, denn 24 Kilometer über diese Straße ist wohl ein Riesenwasserfall. Also für isländische Verhältnisse ein Riesenwasserfall. Den hätte ich mir gerne gegönnt, vor allem weil der Niederschlag in den letzten Tagen. Ja, genau, Kamera. Einen Moment. Vor allem, weil der Niederschlag in den letzten Tagen doch recht ordentlich war. Ich glaube, der führt jetzt gerade richtig Fettwasser und ja, das Spektakel hätte ich mir gerne gegeben, aber tja, das Schild sagt nein und die Autos dahinter
Keine Ahnung, ob die da wach stehen, dass da keiner durchfährt. Naja, dann geht es eben weiter gen Westen, genau. Jo, ich würde sagen, das Haus ist ein bisschen eingeschneit. So Leute, das vermute ich mal, heute etwas weniger zu zeigen gab, das Video dementsprechend kurz ist, dachte ich mir, ich gehe jetzt einfach mal zu Fuß zum Supermarkt, der da ist. Mein Hotel ist da drüben, also es ist schon mal wieder nur ein kleiner Ort hier. Klar, was auch sonst. Ja, was gibt's zu erzählen? Fuck, ist der Schnee hoch? Ich weiß nicht genau, ob ihr es erkennen könnt, aber ich würde sagen so, ja, 20 cm hat er schon. Sagen wir mal 15 bis 20 cm. Das ist ordentlich. Ihr habt ja auch eben das Haus gesehen, das ja, ganz schön zugeschneit war. Und ja, Bürgersteige werden hier nicht freigeräumt. Ich habe tatsächlich hier in dem Ort einige Isländer gesehen, die ja, Schnee geschäppt haben oder mit so einer Schneefresse am Berg waren. Aber das war es dann auch schon. Und die Bürgersteige, falls es hier Bürgersteige gibt, werden nicht freigemacht. Also ich laufe hier gerade mitten auf der Straße rum. Aber das ist auch kein Problem, denn kleines Örtchen, wenig los, dementsprechend auch fast kein Verkehr. Da kommt ein Auto, da sind noch ein paar und das war's auch schon. Ja, jetzt gehen wir mal einkaufen. Lecker Pizza! Lecker Pizza! Ja, die Grandiosa Pepperoni. Sieht irgendwie komisch aus, als ob die nicht rund wäre, sondern wie so eine, wie eine Blume. Und dann noch ein lecker Süppchen. Heute mal ganz einfach. Ja, ich dachte mir gestern die, was waren es, 35 Euro glaube ich, die haben ordentlich reingehauen für das Abendessen. Und dann gibt es heute mal was Einfaches, aber das hat auch schon wieder, ich glaube 7 Euro, ungefähr 7 Euro gekostet. Also nur eine Pizza und ein Süppchen, auch ordentlich. Aber naja, man gönnt sich, es ist ja Urlaub, es ist Island, das ist Leve. Ja. Ja, ich würde was sagen, auch wenn die Kamera jetzt gerade irgendwie nicht mehr scharf stellt, das war's für dieses Video. Es wird heute etwas einfacher. Naja, oh, ich hoffe, man versteht mich wegen dem Wind. Heute ist es etwas einfacher, weil, naja, die Straße war einfach zu diesem Mega-Wasserfall. Da wäre ich echt gerne hingefahren. Ich versuch's morgen früh nochmal, schau mal, wie es aussieht. Es war nur, ja, ca. 25 Kilometer von hier weg, die Abfahrt. Und dann, ja, gibt es ihn entweder morgen oder leider gar nicht. Ja, dann noch eine Sache. Ah, jetzt gibt es auch noch ein bisschen Blabla für das Video. Und zwar, genau, Mühwartensee. Hier ist ja heiße Quelle angesagt und das ist richtig ordentlich. Hat man auch schon deutlich gerochen auf dem Weg hierhin. Aber, ja, ich habe gelesen, ich habe öfter schon gelesen an verschiedenen Orten und an verschiedenen Quellen, dass der Mühwartensee oder generell das Gebiet hier sehr gerne genutzt wird, um die Polarlichter zu jagen, denn es herrscht hier in der Regel klarer Himmel, wenig Regen oder Schnee. Naja, wenn ihr das so seht, also gut, es bricht mittlerweile ein bisschen auf, aber hier sieht es ganz düster aus, da genauso. Von daher glaube ich nicht, dass ich heute hier Polarlichter zu sehen kriege, aber morgen soll es laut Vorhersage sehr, sehr wolkenfrei in ganz Island sein. Und auch die Nordlichter, da gibt es so eine Skala, ja, wie wahrscheinlich es ist, dass man die sieht, die ist auf 5 von 9. Also ich denke, morgen sieht es gut aus, zumindest laut der Vorhersage. Ob es wirklich gut ist, werden wir dann morgen sehen. Was ist denn mit dieser Kamera los? Warum stellt die denn nicht scharf, verdammte Axt? Jetzt muss man erst stehen bleiben, meine Güte. Ja, gut. Da ist noch eine, okay, ihr seht es gerade nicht, eine Bunky, so heißt es wohl hier. Ja, nett, nett, gut. Der kleine Abendspaziergang, jetzt habe ich mir diese fettige Pizza verdient. Die fettige Pizza und das lecker Süppchen auch verdient. Dann war es das für heute, Leute. Ja, reimen kann der Junge auch. Ja, es war recht interessant, hier einen Parkplatz zu suchen, denn, ja, gut, ihr seht es, denke ich mal. Links und rechts ist alles zu und ich habe mich jetzt einfach bei das Haus neben angestellt. Böser Junge. Naja, sollen sich mal mit beschweren, dann sollen sie eben noch ein bisschen mehr freimachen.
Das Hotel kann ja auch mal für Parkplätze sorgen. Gut, genug beschwert, mal wieder in den Deutschen raushängen gelassen, so natürlich. Ja, jetzt kommen wir wirklich zum Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Wie gesagt, morgen geht es weiter Richtung, ja, dann sind wir, glaube ich, ziemlich genau mittig im Norden. Und da werde ich höchstwahrscheinlich, ich spoiler schon mal, ich werde mich höchstwahrscheinlich wieder auf ein Pferd wagen. Ja, ganz genau. Ich werde, wenn das alles klappt, reiten. Ich hoffe, dass es dann auch so aussieht wie hier, also schön Schnee und naja, dann am besten noch klarer Himmel. Dann 2 Stunden mit dem Pferd. Zum Glück sind die Isländer nicht so groß. Durch den Schnee, das wird bestimmt ganz schön cool. Und ha, cool, selbst wenn ich geblitzt werde, man würde es nicht, man würde mich nicht identifizieren können. So, genau, hier ist jetzt mein Hotel, das Eldar Hotel. Deswegen, jetzt endlich Schluss, verdammt nochmal. Ich bin hier am Labern, ey, das ist ja schlimm. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.